Mein Name ist Jolina. Und ich bin Biene. Und wir sind hergezogen, als ich noch ein kleines Kind war. Wir wohnen total gerne hier in Oberneuland, weil Oberneuland einfach super viele schöne Plätze hat. Aber unser Favorit ist der Höpkins Ruhpark. Wir sind hier gerne und oft, weil wir mit unserem Hund, mit unserer Hündin Maya, hier spazieren gehen und entspannen können. Der Park hat viele Facetten und bietet einen Ort der Erholung, Entspannung, Ruhe. Bei einem Spaziergang mit unserer Hündin Maya habe ich sogar ein paar Rehe da auf der Wiese gesehen. Hallo, ich bin Amelie. Ja, und ich bin Christiane. Hallo. Wir sind die Backoffs und wohnen hier schon seit der vierten Generation in Oberneuland. Und diese Apotheke ist auch schon seit der vierten Generation im Familienbesitz. Und wir fühlen uns total wohl in Oberneuland, weil es ist wie ein Dorf in der Stadt. Es ist total nah in Bremen, es ist grün und man trifft immer jemanden zum Schnacken, den man kennt. Ich bin Helga, mein Mann Hermann. Jawohl, richtig. Ich bin wir wohnen seit eh und je in Oberneuland. Ich bin in der Rothenberger Straße. Das ist die Keimzelle von Oberneuland eigentlich. Auch geboren. Wir sind hier auf dem Klattehof. Der Klattehof hat uns in unserem Leben bedeutet. Wir haben auch lange Theater gespielt. Angefangen bin ich 1967 und jetzt kommst du, weil du... Ja, und ich bin der Hermann Döhle. Ich bin auch ja gebürtig Oberneuland und habe hier zu dem Klatterhof natürlich auch den Bezug des Theaterspielens. Und das haben wir natürlich auch jetzt dann hier, jetzt in diesem Ort, wo wir jetzt hier gerade im Klatterhof sind, haben wir natürlich jetzt auch, sind wir stolz, dass die Familie Klatte uns dem Heimatverein diesen Hof zur Verfügung gestellt hat, da und wir vielen Leuten unser plattdeutsches Theaterstück hier aufführen können und dadurch doch einen Beitrag leisten, dass wir eine für die Zusammenführung der Altoberneulander mit den dazugezogenen dafür beitragen können. Ne? Und wer jetzt in Oberneuland hier so vielleicht zuzieht, der kann sich also hier orientieren und wird bestimmt herzlich gerne aufgenommen. Moin, mein Name ist Britta Braun. Ich wohne seit über 30 Jahren in Oberneuland und bin hier einfach zu Hause. Ich liebe das Ländliche, ich liebe die Bodenständigkeit, obwohl sich Oberneuland in den letzten 10, 20 Jahren doch schon erheblich verändert hat, hat es trotzdem etwas Dörfliches behalten und das liebe ich hier so. Man ist mit dem Fahrrad sofort auf dem Deich, kann in die umliegenden Dörfer fahren und ist sofort wieder zu Hause und man ist schnell in der Stadt. Es ist einfach schön hier.